Gültige Argumente helfen uns dabei, unsere Behauptungen zu begründen und unsere Hypothesen zu überprüfen. Die Gültigkeit von Argumenten hängt davon ab, ob ihre Schlussform logisch gültig ist, ob die Konklusion also logisch aus den Prämissen folgt. Bestimmte Argumente sind daher immer gültig. Wie die häufigsten gültigen Argumente aufgebaut sind, erfährst du in diesem Video. Der Modus ponens ist eine Schlussform, die bereits in der antiken Logik verwendet wurde. Das Argument hat folgende Form. Wenn A, dann B. A, also B. Wenn es wahr ist, dass aus A B folgt und A wahr ist, muss auch B wahr sein. Egal welche natursprachlichen Sätze ich für A und B einsetze, der Schluss ist immer gültig. Sind die Prämissen wahr, so muss die Konklusion wahr sein. Beispielsweise A, es regnet, B, die Straße ist nass. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Es regnet, also ist die Straße nass. Oder A, Paul ist erkältet, B, Paul hustet. Wenn Paul erkältet ist, hustet er. Paul ist erkältet, also Paul hustet. Der Modus tollens sieht beinahe gleich aus wie der Modus ponens. Er hat die Form, wenn A, dann B, nicht B, also nicht A. Wenn es wahr ist, dass aus A B folgt und B nicht wahr ist, kann auch A nicht wahr sein. Setz mir einmal die Sätze von vorhin ein, um das Argument zu überprüfen. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Die Straße ist nicht nass, also regnet es nicht. Und wenn Paul erkältet ist, hustet er. Paul hustet nicht, also Paul ist nicht erkältet. Der Kettenschluss hat die Form, wenn A, dann B, wenn B, dann C, also wenn A, dann C. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Wenn die Straße nass ist, besteht Rutschgefahr, also wenn es regnet, besteht Rutschgefahr. Wenn Paul erkältet ist, hustet er. Wenn Paul hustet, steckt er seinen Bruder an. Also wenn Paul erkältet ist, steckt er seinen Bruder an. Im Alltag wird häufig nur die Konklusion eines Kettenschlusses genannt. Um zu überprüfen, ob das Argument gültig oder schlüssig ist, müssen daher die fehlenden Prämissen rekonstruiert werden. Das rekonstruierte Argument könnte lauten: Wenn die Subventionen für deutsche Landwirte gestrichen werden, müssen die Landwirte ihre Preise erhöhen. Wenn deutsche Landwirte ihre Preise erhöhen, kaufen Verbraucher mehr landwirtschaftliche Produkte aus dem Ausland. Wenn Verbraucher mehr landwirtschaftliche Produkte aus dem Ausland kaufen, müssen mehr landwirtschaftliche Produkte importiert werden. Also, wenn die Subventionen für deutsche Landwirte gestrichen werden, müssen mehr landwirtschaftliche Produkte aus dem Ausland importiert werden. Der disjunktive Syllogismus hat die Form A oder B, nicht B, also A. Zum Beispiel, Peter fährt diesen Sommer nach Frankreich oder nach Italien. Peter fährt diesen Sommer nicht nach Italien, also fährt Peter nach Frankreich. Der konjunktive Syllogismus hat die Form nicht gleichzeitig A und B, A, also nicht B. Zum Beispiel, es kann nicht sein, dass es regnet und die Straße trocken ist. Es regnet, also die Straße ist nicht trocken. Oder es kann nicht sein, dass Lisa sich ein Elektroauto und einen Benziner gekauft hat. Lisa hat sich ein Elektroauto gekauft, also Lisa hat sich keinen Benziner gekauft. Das klassische Dilemma hat die logische Form, wenn A, dann B, wenn nicht A, dann B, also B. Zum Beispiel, wenn Fritz und Martin Salzwasser aus dem Tümpel trinken, werden sie verdursten. Wenn Fritz und Martin kein Salzwasser aus dem Tümpel trinken, werden sie verdursten. Also Fritz und Martin werden verdursten. Das Tolle an der formalen Logik ist, dass du x-beliebige Sätze für die Variablen einsetzen kannst und das Argument immer gültig bleibt. Poste gerne eigene Beispiele für die einzelnen Argumentationsformen in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Gültige Argumente kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!